Welche Frage in der Wärmewende ist aktuell die wichtigste, die beantwortet werden muss? Von meiner Sicht ist es auf jeden Fall die Frage, was gebäudeseitig getan werden kann. Also was ist der Beitrag der Gebäude, der Transformation, der Sanierung von Gebäudebestand und Altbauten, aber dann ist eben auch im Neubaubereich getan werden kann, um diese Wärmewende möglich zu machen. Weil die Wärmewende an sich ist natürlich ein Energiethema und damit Energieinfrastrukturthema. Das hat dann eben auch mit Wärmenetzen natürlich den großen Teil zu tun, die gebaut oder ausgebaut werden müssen, die dekarbonisiert werden müssen, aber eben auch mit dem Stromnetz, was ausgebaut werden muss, und mit Gasnetzen, die vielleicht auch zurückgebaut werden müssen. Und das eben zu sehen und dann zu klären, was kann der Gebäudeseite, was muss gebäudeseitig passieren, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Skandinavien gilt als Vorreiter der Energiewende. Was können wir von Skandinavien lernen? Skandinavien hat sehr viel früher angefangen. Wir hatten vorhin neben der Einführungsvorstellung den Groschek, der richtigerweise sagte, 1973 hatten alle das gleiche Problem. Endlichkeit von Ressourcen. Wir stiegen auch ein in richtige Lösungen, autofreier Samstag und ähnliche Dinge, aber das war auch so ein bisschen deutschlandspezifisch, war nicht so wirklich sozusagen der Plot-Dinner erfolgt. Die Skandinavier waren sehr viel konsequenter. Dänemark stieg konsequent in kommunale Wärmeplanung verpflichtend ein, 50 Jahre vor uns, und hat seitdem eben sehr viel erreicht, gerade auch im dezentralen Bereich Bürgerenergiegenossenschaft, ähnliche Dinge, die dort entstanden sind. Von diesen Dingen können dann nur lernen. Erstens, wie sind sie entstanden? Was haben sie für langfristige, nachhaltige Erfahrungen? Was können wir in der Zukunft daraus lernen? Auf der anderen Seite gehen Skandinavier durchaus auch anders mit den Gebäudebeständen. Es lag nie so sehr der Fokus auf einer sehr intensiven Dämmung, sondern eher so auf der Frage nach intelligenter Energieversorgung. Das sind alles Punkte, die man abwägen kann und die man in unser Denkschema übertragen sollte. Und das ist genau der Punkt, was wir lernen würden. Was geben Sie Ihren Studierenden mit, wenn sie von außen demotiviert werden? Das wird doch eh nichts mit der Wärmewende. Ja, das ist ganz spannend, weil man muss, oder nichts funktioniert ja nicht. Also das heißt, die Wärmewende ist ja nicht so, dass wir sagen, ach, findest du es langweilig, was machen wir denn? Und lass uns doch mal eine Wärmewende machen, könnte doch spannend sein. Sondern es ist ja letztendlich eine Notwendigkeit. Und wenn Notwendigkeit, nein, man muss sich darum kümmern, nichts tun funktioniert nicht. Und das heißt, die Studierenden, die jetzt studieren, die dann in die Unternehmen gehen, die in die Planungen gehen, in Kommunen gehen und so weiter und so fort, die haben diese einmalige Chance, an dieser großen Aufgabe mitzuwirken. Das heißt, das ist, glaube ich, Motivation genug, um dann tatsächlich auch reinzugehen und sich von solchen Meinungen vielleicht auch gar nicht ablenken zu lassen. Was macht Sie hoffnungsvoll, dass die Wärmewende gelingt? Deutschland ist traditionell ein Land der Ingenieurwende und Ingenieure, der Architektinnen und Architekten. Das ist das, was uns immer ausgezeichnet hat. Und es macht mich sehr hoffnungsvoll, dass wenn wir uns auf die Stärke gerade dieser Berufe besinnen und eben auch da werden Lösungen gefunden, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden. Und ich würde mir nur wünschen, dass auf uns, wenn ich mal die gesamte Planerschaft in der Baubranche sagen, dass auf uns auch mehr gehört wird. Dort werden die Lösungen entwickelt, die finden an Hochschulen statt, die finden in der Architektur, in der Ingenieurschaft statt, im Baugewerbe, da werden wir stattfinden. Eher nicht am grünen Tisch, aber ich weiß, dass es geschehen wird. Die Deutschland war da immer schon praktisch gegenüber. Das stimmt mich insgesamt der Wendest. Also ein Appell an die Politik, in den Dialog zu gehen. Ja, unbedingt. Also es ist sowieso ein Appell an die Politik, mit der Fachbranche in den Dialog zu treten. Und das ist sowieso angeraten. Schleswig-Holstein war da immer auch schon wirklich auch Vorreiter, gerade im Dialog. Schleswig-Holstein sind die Wege miteinander zu sprechen recht kurz. Und wenn man das auch nutzt, dann haben wir alle Chancen dieser Welt. Danke.